Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz stellt die Politik den rund 2000 Krankenhäusern in Deutschland 4,3 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung. Das Geld wird vor allem in der Industrie ausgegeben. Inmitten dieses Dreiecks aus Politik, Industrie und Versorgern wirkt seit bald 15 Jahren die Entscheiderfabrik. Dr. Pierre-Michael Meyer ist Gründungsmitglied und seit 2019 Geschäftsführer der Entscheiderfabrik und gewährt einen Blick hinter die Kulissen im Dialog rund um das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Diese Arithmetik beschäftigt uns momentan sehr. Aber ich glaube, wir sind gut darin, die Leistung unserer Industriemitglieder zu unseren Krankenhausmitgliedern zu kommunizieren und auch gut darin, unseren Krankenhausmitgliedern zu helfen, ihre Förderanträge zu strukturieren und dabei auch zu unterstützen, eine Digitalstrategie aufzustellen, die den ganzen Förderantrag rund macht. Wir haben natürlich als Entscheiderfabrik, die wir ja ein Ökosystem sind und von daher Krankenhausmitglieder haben, immerhin 800 Betriebsstätten, also schon mehr als 900, dann auf der anderen Seite mehr als 150 Industrieunternehmen und natürlich unsere fördernden Verbände, die die Strategie der Entscheiderfabrik und die Entwicklung weiterbringen, ein enormes Diskussionsforum, wie das Thema Krankenhauszukunftsgesetz und in dem Moment natürlich die entsprechende Beantragung von Fördermitteln kommuniziert werden kann, sozusagen von der einen Mitgliederseite, von der Industrieseite, hin zu unseren Krankenhausmitgliedern, damit die Unterstützung bekommen, ihren Förderantrag möglichst gut auszufüllen. Weil das steht ja auch im Krankenhauszukunftsgesetz drin, nach dem Motto, ich muss einen Nachweis haben für das Geld, was ich beantrage. Und dann dieses Paket sozusagen wieder so in Zusammenhang zu bringen mit einer Digitalstrategie, die das Krankenhaus auch abgeben soll, muss, kommt je aufs Bundesland an. Und das dann wieder, ich sag mal, zu verproben mit einer digitalen Reifegradmessung, weil ja am Ende es so ist, dass der Fördermittelgeber dieses Mal nicht nur sagt, ihr müsst darauf achten, dass ihr die Fördermittel förderunschädlich einsetzt. Nein, dieses Mal gibt es noch eine nutzenstiftende Überprüfung und das ist die digitale Reifegradmessung. Und wenn die im Juni 2023 nicht gut ausgeht, dann müssen Fördergelder unter Umständen zurückbezahlt werden. Für die Versorger bedeutet das also nicht einfach nur Geld beantragen und für einen der § 19 aufgeführten Förderziele ausgeben nach Belieben. Wo haben denn die Krankenhäuser die größten Bauchschmerzen in Bezug auf die Antragstellung? Die größten Bauchschmerzen sind in der Tat sozusagen, ich mache das ein bisschen plastisch, man bekommt einen Anruf, ich habe mir das Gesetz gelesen, da und da haben wir Projekte, da finde ich mich wieder. Gewisse Dinge sind da ganz einfach, wie beispielsweise das Thema Patientenportal. Ja, kann man einfach sagen, habe ich nicht, also beantrage ich es. Aber die Krankenhäuser sind sich sehr wohl bewusst, dass man nicht einfach so ein Ding da rausgreifen kann und beantragen soll, sondern dass man es in Zusammenhang stellen muss mit einer Digitalstrategie. Weil dann kann man das dann hinterher auch mit einer digitalen Reifegradmessung verproben. So, und das ist natürlich in dem Moment schwierig, weil dann muss ich auf einmal nicht nur sozusagen ein Teilchen beantragen, sondern eine komplette Digitalstrategie ja mal haben. Und ich muss sie ja mal erarbeitet haben, weil der Gesetzgeber möchte ja auch wissen, haben Sie einen Plan? Und dieses Wort Plan kann man dann übersetzen mit Digitalstrategie. Ja, man könnte auch einem Geschäftsführer fragen, wie positionieren Sie sich im Markt? Ja, was ist Ihre Unternehmensstrategie? Ja, da wird der Geschäftsführer sagen, ja klar, habe ich so und so positioniere ich mich. Und der Gesetzgeber möchte dafür, dass er das Geld gibt, auch haben, was ist Ihr Plan für die Digitalisierung? Oder andersrum, was ist Ihre Digitalstrategie? Und das so übereinander zu bringen, das ist natürlich eine Schwierigkeit. Aber das ist auch aus meiner Sicht klar. Auch wenn der Begriff Digitalstrategie nicht im Krankenhauszukunftsgesetz vorkommt, die darauf fußende digitale Reifegradmessung tut es. Und das Schöne ist dann ja auch, dass der Gesetzgeber gesagt hat, dass er selber auch die digitale Reifegradmessung vom Modell her ausschreiben will.
und dann sozusagen eine gemeinsame oder einheitliche Reifegradmessung in Deutschland zu etablieren. Aber im Juni 2021 sollen doch die Krankenhäuser schon ihren digitalen Ausgangsreifegrad festgestellt haben. Und es existieren eine Vielzahl von unterschiedlichen Reifegradmodellen, die laut Stellungnahme der GMDS nicht immer für alle Fälle optimal geeignet sind. Ja gut, aber dafür macht die Politik ja auch eine ordentliche Ausschreibung. Wie es bei einer ordentlichen Ausschreibung gibt, zählt dafür die Vergabeordnung. Und ich sag mal, dann wird der beste oder das beste Modell gewinnen. Wir persönlich als Entscheiderfabrik nehmen an der Ausschreibung nicht teil. Ja? Und am Ende wird der beste oder das beste Modell für die Politik, für das Land gewinnen. Da bin ich von überzeugt. Das ist ja so eine wichtige Sache. Das wird bestimmt objektiv gemacht. Eine so wichtige Sache und objektiv gemacht klingt aber ehrlich gesagt schon bei meinem übersichtlichen Erfahrungsschatz in Bezug auf politische Entscheidungen immer noch so, als würde das eine ganze Zeit brauchen, bis es soweit ist. Wie lange wird es wohl brauchen, bis sich die Politik auf ein für alle 2000 Krankenhäuser verbindliches Digitalisierungsreifegradmodell einigt? Also die Ausschreibung, also mein jetziger Kenntnisstand, so wie ich hier gerade stehe, ist, dass im Februar die Ausschreibung ungefähr raus sein soll und im April aber auch gleichzeitig schon vergeben sein soll und im Juni dann auch schon die erste digitale Reifegradmessung stattfinden soll. Wenn ich Ihnen so den Zeitplan aufgestellt habe, können Sie vielleicht meinen, das klingt nicht so, als ob das reibungslos funktioniert. Wir werden es sehen. Der Gesetzgeber hat sich da was dabei gedacht. Wir machen mit unseren Mitgliedern jetzt schon digitale Reifegradmessungen nach dem Digital Health Most Wired Survey. Und die Krankenhäuser sind erfreut über die Ergebnisse, über die Präsentationen, die sie bekommen. Und ich bin davon überzeugt, dass das den Krankenhäusern sehr hilft, einen wirklich guten Förderantrag nach dem Krankenhauszukunftsgesetz abzugeben. Es ist klare Erfahrung, die wir machen, dass es hilft super. Und ob es jetzt am Ende das System sein wird oder ein anderes System sein wird, es müssen ja gute und etablierte Systeme sein. Das System, was wir da nutzen, ist seit 1995 etabliert. Ich kenne keins, was so lange etabliert ist. Also da kriegt man, oder da hat jeder dieser Mitglieder von uns, die da schon ihren digitalen Reifegrad haben messen lassen, haben ein super Ergebnis bekommen. Also ein super Ergebnis meint jetzt einfach Transparenz und eine Einordnung. Das war natürlich nicht immer inhaltlich richtig super, weil wir kriegen ja jetzt ja erst Geld zum Investieren. Ja? Da gibt es natürlich große Lücken, ist ja klar. Aber dafür guckt man ja auch drauf. Ne?